Ich werde allmählich zu alt für sowas. Diese verflixten Menschen greifen schon wieder unsere königlichen Minen an. Ritter der Tafelrunde, verteidigt unsere Klunker! Wir müssen Sir Georges Männer zurückschlagen. Gasflamme, Verteidigungsring einrichten. Renefiel, Rapport! Lohe, wir beiden greifen in der Schildkrötenformation an. Halt! Warum rennen wir nicht einfach drauf los und machen die Kerle zu Toast? Für Gammelpott! Für wen? Rettet Der Überfall hat sich doch gelohnt, Sir George. Wir haben zwar 1000 Ritter verloren, aber dafür fiel uns dieser außergewöhnliche Diamant in die Hände. Der ist ja ganz angeknabbert. Diese verflixten Drachen. Mervyn, ich brauche deinen allerfiesesten Rat. Wie kann ich Gammelpott erobern? Meine Spione haben mir einige köstlich-teuflische Informationen über die Zukunft Gammelpotts zukommen lassen. Ach, mein neuer Aufwecker ist eine prima Erfindung. Aber seit er den Schlummerhebel hat, ist er regelrecht genial. Funzel! Steh auf, du Lama, Drachenködelsack! König Feuer und Flamme wartet schon auf dich! Ich will nur noch mal diesen Schlummerhebel testen. Ich komme in 9 Minuten. Schön. Ich werde den König, unserem absoluten Herrscher, dem Herrn über alles in seinem Blickfeld ausrichten, dass ihr zu beschäftigt seid, um ihn in euren Terminplan unterzubringen. Hey, nicht so schnell mit den jungen Drachen. Sage dem König, dass ich auf dem Weg bin. Vielleicht geht es um meinen Antrag, morgen am Turnier teilnehmen zu dürfen. Wenn ich nicht gewinne, muss Prinzessin Flamme einen anderen heiraten. Hier entstehen meine besten Kreationen. Darum schlafe ich so viel wie möglich. Das nehme ich überall mit hin. Ein guter Erfinder hat sein Erfinderbuch immer dabei. Das wäre ziemlich blöd. Da habe ich ihn doch her. Das ist die Tür zur Gammelpott-Bibliothek. Da gibt es Bücher zu jedem Thema von A bis Y. Anscheinend hat mal ein Drache geniest und dabei alle Zs verbrannt. Auf dieser Übersicht sind bedrohte Tierarten zu sehen, die gesetzlich geschützt sind. Von,
Von denen gab es reichlich, bis die Beos zurückschlugen. Man schickte einen Vermittler, aber den haben sie aufgefressen. Es gibt nur noch zwei davon und die reden nicht miteinander. Wenn sie sich nicht vertragen, ist ihre Art zum Aus... Traurig, da gibt es nichts zu sehen. Die Ärmsten, solche hübschen Vögel mit so gutem Geschmack. Leider schmecken sie auch den Igeln sehr gut. Funzel, das Turnier morgen. Die Antwort ist nein. Mann, ich war nur eine Stunde zu spät. An dem Turnier können nur Drachenritter teilnehmen. Du bist kein Ritter. Du bist noch nicht einmal ein Knappe. Ritter des Tafelquadrats, dürfte ich um eure Aufmerksamkeit bitten. Ruhe bitte! Ruhe für den König! Seid doch still! Der König spricht. Entschuldigung. Wir müssen etwas unternehmen, Funzel. Ich weigere mich, einen von diesen ausgebrannten Idioten zu heiraten. Ich werde mein Bestes tun, Flamme. Ich verspreche. Oh oh, wir haben Besuch. Menschen in Gammelpott? Seid gegrüßt, König Sparflamme. Ich vernehme mit tiefem Bedauern, dass ihr endlich in den Ruhestand treten werdet. Wenn mein Kandidat für euer Turnier, der Schwarze Drache, gewonnen hat und zum König gekrönt wird, macht er aus euch Damenhandtaschen und spitze Schuhe. Was? Menschen sind vom Turnier ausgeschlossen? Das steht mit Sicherheit im Gesetzbuch von Gammelpott. Kanzler... Ihr habt zweifellos recht, Sire. Kapitel 3, Abschnitt 9, Paragraph 18 besagt eindeutig, dass Menschen nicht zur Teilnahme an jedweden Turnieren berechtigt sind. Also bitte, da habt ihr's. Es sei denn, sie verfügen über einen Drachen, der an ihrer Stadt teilnimmt. Kanzler, mir scheint, ihr irrt. Kapitel 3, Abschnitt 9, Paragraph 18 bezieht sich meines Wissens auf ein veraltetes Gesetz zur Regelung des Nüsternbohrens in der Öffentlichkeit. Ja, ja, tat es mal, aber ich habe es geändert. Aus Versehen. Dies ist eine delikate Staatsangelegenheit. König Feuer und Flamme, ich halte es nicht für angemessen, die Prinzessin zu Rate zu ziehen. Schon gut. Sei still, Liebling. Kappelt euch, solange ihr noch könnt. Morgen wird Gammelpott mir gehören. Lass uns gehen, Merwin. Menschen! Wir hätten diese kleinen rosa Würmchen sofort rösten sollen. Beruhigt euch. Unser Gegner ist nicht unbesiegbar. Eure Aufgabe ist es nun, mehr über diesen geheimnisvollen schwarzen Drachen herauszufinden. Jawohl, Sire! Vater, Funzel hat noch keine Aufgabe. Also gut, Funzel. Ich erteile dir hiermit die Aufgabe, alles Geschirr zu waschen, das sich in der königlichen Küche stapelt. Oh, super. Weidmannsheil, meine Herren Ritter. Lasst uns den schwarzen Drachen töten. Ich wollte schon immer Siegfried sein. Uff, blinder Trottel. Na toll, Sir Gasflamme hat mal wieder den Zimmerservice bestellt. Ich fasse sie lieber nicht an, aber es kommt wirklich eine Menge Dampf heraus. Ich habe ja nichts gegen körperliche Arbeit, ich benutze nur lieber meinen Verstand, um sie zu umgehen. Puh.
Puh, da kleben noch die Reste des Saphir-Soufflés mit Smaragdsoße von letzter Woche dran. Ich bin ein Erfinder, das gibt's doch nicht, dass ich hier alles per Hand mache. Den kann ich gebrauchen, wenn mir ein Mist... Nein, so funktioniert das nicht. Ich brauche etwas, um den Dampf unter Kontrolle zu bringen. Wenigstens hat schon jemand das Edel... Entschuldigt bitte. Ja? Was kann ich für dich tun? Was strickt ihr? Ach, mein kleiner Junge ist seit letzter Woche schon wieder einen halben Meter gewachsen. Ich komme einfach nicht hinterher. Was kann ich für dich tun? Ich habe genug Informationen. Funzel, du kommst mir erst aus dem Schloss, wenn das Geschirr nicht nur sauber, sondern rein ist. Brrr, jawohl, König Feuer und Flamme. Hallo Kanzler, nette Wohnung, so hell und luftig. Du weißt, dass ich hier keine Besucher empfange, Funzel. Bitte geh wieder. Na gut. Hey, danke für die Gastlichkeit.